Hey Leute, es ist etwas Weltbewegendes passiert. Man hat ja bisher bloß ein einziges Foto von Basti GRG. Aber das, was er gestern in dem Livestream verraten hat, wird alles verändern. Ihr glaubt mir nicht? Na dann schaut doch selbst. Habe ich mich jemals auf YouTube gezeigt? Ich hatte mal einen Channel gehabt. Dort habe ich, das wissen viele nicht. Ich habe ja schon mal eine Produktplatzierung gemacht. Halt nicht auf meinem Channel. Sondern ich habe damals, ihr kennt das ja manchmal so Werbeclips, das ist ja ganz normal, so wie Julian Bam zum Beispiel für Fanta was gemacht hat, habe ich mal was für Nivea Man gemacht. Das war damals ein Clip für ein Duschgel. Da hat man mich halt, keine Ahnung, 17 Sekunden unter der Dusche gesehen. Das war damals für die Aktion Nivea for Man. Das war damals vor Yogi. Die haben halt damals mehrere Leute angefragt gehabt, mehrere Sportler und halt auch mich. Und hatten sich halt damals, das war 2014, glaube ich, haben sie sich dann halt für mich entschieden. Das habe ich dann damals, musste ich zu einem Forecasting und dann wirst du da halt, ja, also, dann hast du da halt ganz normale Castings, wie es halt so ist. Also bei Modelagenturen, etc., Werbekampagnen ist das halt ganz normal und ihr werdet mich bestimmt schon mal gesehen haben in der Werbung oder im Fernsehen, aber euch ist dabei gar nicht aufgefallen, dass ich das war. Man hört mich ja logischerweise auch nicht dabei reden und war gerade meine Stimme oder meine Redensart ist ja das Markante, woran man mich erkennen könnte. Aber mein Aussehen ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber falls ihr eventuell mal wissen wollt, wie ich aussehe, einfach die ältere Nivea Man Duschgel-Werbung angucken und dann einfach mal gucken, ob da vielleicht der Basti da unter der Dusche steht. Vielleicht könnt ihr euch das ja mal reinziehen und vielleicht findet ihr mich ja. Hä, Moment. Er war in einer Nivea-Werbung. Man weiß, wie er aussieht beim Duschen. Ach du Scheiße. Warte, das muss ich kurz googeln. YouTuben. Keine Ahnung. Nivea, Man Shampoo. Da wird das bestimmt schon irgendwo dabei sein. Mal, wann meinte der? Vor 3 Jahren. Vor 2017 minus 3. 2014. Wie er es gesagt hat. Oh mein Gott. Das muss es sein. Ich stopp kurz. Ich mach mal kurz Vollbildmodus. Aber wenn das wirklich stimmt, dann sehen wir jetzt hier gleich in dieser Werbung Basti GRG in Real Life nackt beim Duschen. Okay, wir schauen es zusammen an. Das war er! Oh mein Gott, jetzt ist ein anderer Typ. Da ist er. Alter. Oh mein Gott. Als ob. Dein Kickstart in den Tag. Das neue Pure Impact Shampoo. Nivea. Nein. Ha. Leute. Er ist einfach in einer Nivea Man Werbung. Alter. Ey, es ist so krass. Also Leute, ich finde es so krass, dass Basti GRG uns gesagt hat, wo man sieht, wie er aussieht. Das finde ich richtig cool von dir. Also Leute, ich hoffe, dass euer Tag dadurch ein bisschen witziger geworden ist. Ich freue mich über jegliche Unterstützung von euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!